Herr Präsident, ich nehme die Wahl an. Wenn Sie so wollen, fühle ich mich im Dienste der moralischen Prinzipien, denen ich mich verpflichtet weiß. Das ja. Aber nicht im Dienste des Staates oder im Dienste irgendeiner Macht oder einer Partei, meiner Partei. Politik ist in gewisser Weise ein Kampfsport. Und wollen Sie mich im Ernst fragen, ob das stimmt? Mit diesem Klischee der Arroganz muss man leben. Das ist eine der vielen Dinge, die man nicht ändern kann, also muss man sie ertragen. Dieser Mann, der hier mit Frau und Kind aus dem Bahnhof kommt, ist Herr Schmidt, Herr Helmut Schmidt. Die Bevölkerung von Hamburg-Nord hat ihm im Jahre 1953 ihr Vertrauen gegeben und ihn in den Bundestag gewählt. Er wollte Karriere machen, aber er war nicht in einem primitiven Sinne ein Karrierist. Das ist ein richtiger Aufsteiger, vom Tellerwäscher zum Millionär. Wir waren bereit, mit diesem Mann durch dick und dünn zu gehen. Es wäre eine Katastrophe gewesen, wenn der Helmut da nicht da gewesen wäre. Flutkatastrophe in Hamburg 1962. Bewährungsprobe für den ehrgeizigen Politiker Helmut Schmidt, der wenige Monate zuvor Innensenator in seiner Heimatstadt geworden war. Ein intelligenter Beamter hat dann gesagt, jetzt müssen wir mal alles versuchen, um zu sehen, wo der Senator ist. Der Senator lag im Bett in Langhorn. Dann riefen die um 6.20 Uhr an und um 6.40 Uhr war ich im Polizeihaus. Helmut Schmidt fragt nicht lange nach Zuständigkeiten. Er übernimmt das Kommando und begründet damit seinen Ruf als Krisenmanager, der Beginn seines Aufstiegs. Er ist eigentlich, wenn es brenzlig wurde, über sich hinausgewachsen. Und das ist ja wunderbar. Ich glaube, er war der beste Krisenmanager, den diese Republik gehabt hat. Es waren lauter aufgeregte Hühner und einer musste die Sache in die Hand nehmen. Achtung, Achtung! Die Polizei schießt auf Plünderer ohne Warnung. Die Durchsage, angeordnet von einem lokalen Polizeiführer, wird in den Medien begierig aufgegriffen. Und schon damals macht Helmut Schmidt deutlich, er lässt sich nicht einschüchtern. Das ostfriesische Fernsehen sagt, die Hamburger Polizei hätte Befehl, gegen die hungernde Bevölkerung rücksichtslos von ihrer Schusswaffe Gebrauch zu machen. Und wollen Sie mich im Ernst fragen, ob das stimmt? Er ging eigentlich mit allen Menschen streng um. Und wenn man mal als Journalist glaubte, eine besserwisserische Bemerkung machen zu können, dann kam eine ganz scharfe Nachfrage, die da lautete, wie meinen Sie das, erklären Sie mir das und sowas. Und schon war man ganz klein und überlegte, ob der Einwurf gut war, denn nun musste man erklären. Disziplin und Pflichterfüllung. Tugenden, mit denen Helmut Schmidt groß geworden ist. Sein Großvater, ein Patriarch. Sein Vater, unumschränkte Autorität. Er war damals als Jugendlicher völlig unpolitisch. Und plötzlich waren dann die Nazis an der Macht. Er ist zur Hitlerjugend gegangen, gegen den Willen seiner Eltern. Die haben es ihm verboten. Er wollte dorthin. Und hat hinterher gesehen, was für eine große Verführung das ist. Er wollte nie wieder Emotionen in der Politik gelten lassen. Schmidt ist 6 Jahre lang während des Zweiten Weltkriegs Soldat. In einem langen Leben hat man vielerlei erlebt, vielerlei Scheiße auch erlebt. Ich habe während der Nazizeit und während des Krieges nicht wirklich damit gerechnet, dass Deutschland wieder normal werden wird. Der junge Abgeordnete Schmidt stürzt sich in Bonn der 50er Jahre voller Energie ins politische Leben. Seine polemischen Äußerungen bringen ihm schnell seinen Spitznamen ein, Schmidt-Schnauze. Wenn Sie von Atomwaffen für Ihre Bundeswehr sprechen, dann meinen Sie militärische Macht, nichts als die Macht und die Macht um ihrer selbst willen. Als Abgeordneter konnte er außergewöhnlich scharf sein. Er war einer der ganz großen Zwischenrufe.
Und die waren keineswegs alle spontan. Der hat sich was Schönes ausgedacht, was schön Gemeines, was Gemeines ausgedacht und hat dann die Situation zu nutzen gewusst. So bringt es der einfache Abgeordnete Helmut Schmidt zum Fraktionsvorsitzenden der SPD. Bitte Platz zu nehmen, akademische Viertelstunde ist um. Sein Lieblingsjob, wie er später sagt. Helmut Schmidt, geradlinig, diszipliniert, ungeduldig. Brigitta, sind Sie das? Was haben Sie mir alles für Mist auf den Schreibtisch gelegt hier? Das sah hier aus, Mensch, wie bei Karstadt, hier alles vollgepackt. Hier liegt auch noch was, weiß man gar nicht, was man lesen soll. Pack mir meine Briefe, wie sie es gehört, dahin und den Lesemist auf den anderen Stapel und nicht den ganzen Tisch voll. Ich habe nie erlebt, dass er jemanden richtig angeschnauzt hat. Kenn ich nicht. Können Sie alle fragen, die um ihn rum waren. Man hat sich mal die Meinung gesagt und es war auch mal ein bisschen ein hartes Wort dabei, so von wegen, und na Kinder, nun macht mal ein bisschen, dass wir vorankommen. Aber nie böse, nie. Der Aufsteiger macht weiter Karriere, wird Verteidigungsminister unter Willy Brandt. Der Wille, es zu schaffen. Der Wille, es bis in das höchste Amt zu bringen. Wenn der nicht da ist, schafft man es nicht. Er hat damals immer Angst gehabt, dass er es nicht schaffen würde. Weil wenn die Ära Brandt eines Tages zu Ende ginge, dann wäre er Schmidt ja auch schon zu alt. Es kommt anders. Guillaume, ein Mitarbeiter Brandts, wird als DDR-Spion enttarnt. Der Kanzler tritt überraschend zurück. Mein Rücktritt geschah aus Respekt vor ungeschriebenen Regeln der Demokratie und auch um meine persönliche und politische Integrität nicht zerstören zu lassen. Helmut Schmidt steht plötzlich an der Spitze. Die Bildung einer neuen Regierung erfolgt in einer ungewöhnlichen Situation. Es war der Wechsel zur richtigen Zeit. Die Idee, das als Lebenstraum anzusehen, ist mit meinem Mann bestimmt niemals gekommen. Er war ein Medienkanzler. Das war schon sehr eindrucksvoll, was er da inszenierte. Er hat das Amt weniger wichtig genommen als die Politik, die er durchsetzen wollte. So wahr mir Gott helfe. Er ist Hanseat. Das ist ihm angetragen worden, das Amt. Und dann hat er gesagt, so, und jetzt muss ich zeigen, was ich kann. Und hier bin ich. Ich habe vor dieser Macht Angst gehabt. Genauer gesagt, vor der Verantwortung, die die Macht mit sich bringt. Sie war mir nichts Erwünschtes, diese Macht. Das ist ja furchtbar. Er hat gelegentlich den Eindruck vermittelt, es sei eine Bürde. Aber ich hatte den Eindruck, dass er das mehr als etwas betrachtet hat, was er aus staatsbürgerlicher Verantwortung heraustut. Gehasst hat er Dummheit, hast du heute noch. Im Kabinett musste jeder Bundesminister seine Sache sehr gut kennen, weil er sonst vom Kanzler desavouiert wurde. Gehasst hat er sicherlich Zeitverschwendung, dummes Gequatsche. Das ist aber natürlich eines der Hauptprobleme jedes Politikers. Zeitverschwendung und dummes Gequatsche ist Teil der Politik. Schmidt, das Arbeitstier. 16 Stunden und mehr. Ein Workaholic, der seinen Mitarbeitern viel abverlangt. Welcome in the club of Workaholics. Auf Deutsch, willkommen im Club derjenigen, die statt sich mit Alkohol zu betrinken, sich mit Arbeit besoffen machen. Wir fingen oft erst gegen 22 Uhr an, über schwierige Themen zu diskutieren. Ich sagte, aber um Mitternacht hören wir auf und machen dann morgen weiter. Aber Helmut, nein. Helmut, no.
Der musste es immer bis zum Schluss durchziehen. So ging das oft bis 1 Uhr nachts. Nichts hielt ihn auf. Er wollte die Diskussion zu Ende bringen. Helmut Schmidt speaking. Hallo Valerie. Hallo Helmut. Wie geht's Ihnen? Mir geht es sehr gut, danke schön. Wann fliegen Sie nach Venedig? Morgen früh um 10, glaube ich. Schmidt, der Staatsmann. Mit seinem Freund Giscard gründet er den Europarat, erfindet die G7-Gipfeltreffen. Alles heute eine Selbstverständlichkeit. Schmidt, der Weltbürger. Dieses Image nutzte auch innenpolitisch. Der weltläufige Helmut Schmidt, ein Mann, der sozusagen mit einem weiten Blick über die Ozeane die Probleme erkennt und der beinahe etwas tumbe, bäuerlich strukturierte Pfälzer, der Dörfler, so war ja die Intonation, aus Ockersheim, das hat er schon auch sehr genossen, das ist gar keine Frage. Wahlkampf 1980. In der Auseinandersetzung mit Franz Josef Strauß treffen zwei rhetorische Schwergewichte aufeinander. Das ist seine Art, meine Damen und Herren. Scheinbare Vornehmheit, staatsbürgerliche Noblesse. Und dahinter kommt die Demagogie des verleumdeten Jakobiners. Kriegskanzler, Kriegsandrohungskanzler, Panikkanzler, reif für die Nervenheilanstalt. Das wäre alles Originalton Strauß und noch viel mehr. Dieser Mann hat keine Kontrolle über sich. Und deshalb darf er erst recht keine Kontrolle über unseren Staat bekommen. Mit Strauß habe ich mich im Bundestag viele Male gehakt. Er war ein glänzender Redner, ich war auch kein schlechter Redner. Er war ein glänzender Polemiker, ich war auch kein schlechter Polemiker. Das hat eigentlich immer Spaß gemacht. Und wir haben in Wirklichkeit durchaus Respekt voreinander gehabt, wenn er mich manchmal privat besucht hat. Dann habe ich ihn begrüßt mit den Worten, na, Sie alter Gauner. Und er hat aus der Pistole geschossen geantwortet, na, Sie alter Lump. Schmidt, der Staatsschauspieler. Keiner trägt so schön, so schwer an der Bürde des Amtes wie er. Herr Präsident, ich nehme die Wahl an. Es gab ja bei ihm auch diese Hintergrundgespräche, die er manchmal mit ganz sorgenvoll stilisiertem Gesicht betrat und so Sätze sagte wie, das ist eine bedrückende Situation. Aber er hat das in einer Art und Weise zelebriert, dass der Name, den man ihm im Parlament angehängt hätte, da kommt der Staatsschauspieler, für Veranstaltungen dieser Art durchaus geeignet war und er konnte das brillant machen. Aber ich habe eben auch, wie in der Politik, zumal im Fernsehzeitalter notwendig ist, schauspielerische Fähigkeiten entfaltet im Laufe des Lebens und habe manchmal mit geringen Kenntnissen doch eine ganz schöne Show abgezogen. Die 68er und die Folgen. Neue gesellschaftliche Bewegungen, die mit den Vätern brechen. Ein Generationenkonflikt, für den der Kanzler kein Verständnis aufbringt. Er war überzeugt, das sind verwöhnte, gelangweilte Mittelstandskinder, die nun so zur Abwechslung ein bisschen Revolution gespielt haben. Seine Position ihnen gegenüber war eher Verachtung. Nicht Hass, glaube ich, aber Verachtung. Wenn ich ihn richtig einschätze, war das, was bei den 68er auch äußerlich zu sehen war, war ihm ein Gräuel, das waren völlig undisziplinierte Leute. Und wenn er etwas mit Sicherheit nicht mochte, war es Mangel an Disziplin. Was mir am meisten innerlich Sorge macht, ist die bei einem Teil der Jugend, bei einem Teil der studentischen Jugend, bei Einzelnen und bei Gruppen von ihnen zu beobachtende elitäre Arroganz, die genauso gut von rechts außen kommen könnte. Wir hatten damals als Jungsozialisten vor dem Hintergrund der 68er-Bewegung natürlich ganz andere Vorstellungen von Gerechtigkeit in der Gesellschaft. Wir wollten damals die radikale Umgestaltung der Gesellschaft. Und das stieß natürlich auf den Widerstand von Helmut Schmidt. Das war ja gar keine Frage. Insofern, abarbeiten an ihm und seinen Positionen stimmt schon. Ich gebe offen zu, nach fast einem ganzen Leben
In der Sozialdemokratischen Partei fällt es mir schwer, mir von sehr viel Jüngeren vorschreiben zu lassen, wie ein Sozialdemokrat definiert sein müsste. Autofreier Sonntag, Symbol der internationalen Wirtschaftskrise. Im Herbst 1973 drosseln die arabischen Staaten den Ölexport. Schmidt setzt auf den Ausbau der Kernenergie, auch gegen Widerstände in seiner eigenen Partei. Der Kampf um den Atommeiler Brockdorf wird zum Höhepunkt dieser Auseinandersetzung. Die Anti-Atom-Bewegung, für den Weltökonom Schmidt nichts als Hirngespinste. Die Weltwirtschaft ist durch diese Verwerfung in eine Krise geraten, die ihr nicht begreifen wollt. Ihr beschäftigt euch mit der Krise des eigenen Hirns, statt mit den ökonomischen Bedingungen, mit denen wir es zu tun haben. Ich glaube nicht, dass er uns besonders wahrgenommen hat. Und wenn er uns wahrgenommen hat, dann hat er uns nicht besonders wichtig genommen. Jedenfalls hat er uns diesen Eindruck vermittelt. Bonn 1981. 300.000 Menschen demonstrieren gegen die Nachrüstung mit Mittelstreckenwaffen. Well, yes, the whole world gonna live in peace. Take all the missiles down, ain't gonna stop. Vergeblicher Protest. Helmut Schmidt setzt den NATO-Doppelbeschluss durch. Helmut Schmidt war nun mal der Auffassung, wenn die Sowjetunion neue Raketen in Stellung bringt, muss es ein Gegengewicht im Westen geben. Das war seine Argumentation. Unsere Argumentation war eine andere. Wir sagten, die beiden Supermächte haben bereits die Fähigkeit, einander zigmal völlig zu zerstören. Es ist nicht mehr logisch und nicht mehr sinnvoll zu sagen, wir brauchen eine weitere Gleichgewichtsrunde. Geburtsstunde der Friedensbewegung, die statt Nachrüstung Abrüstung fordert. Für den Weltstrategen Schmidt der falsche Weg. Diese grundsätzlich andere Haltung, es wäre fatal, einseitig abzurüsten, hat dazu geführt, dass er sich mit der SPD, der Friedensbewegung und auch vielen anderen, die da kritisch waren, überworfen hat. Und nun setzt er das ein, was ihm immer schadete auch, die Arroganz. Versteht ihr meine Politik nicht? Sie ist doch durch und durch rational. Privatmann Schmidt sitzt am Bramsee mit dem Glas und beobachtet heute noch Vögel. Er war ein ziemlich normaler Mensch und aß gern einen Eintopf. Lass du sehen, wo du bleibst. Der freute sich, wenn er gewonnen hatte und rausschmiss. Musik, Kunst und seine Arbeit. Das ist für ihn sehr wichtig. Die Aktenkoffer waren zu ihm und von ihm ständig unterwegs. Und auch in längeren Ferien, die er in den Sommerpausen genommen hat, hat er gearbeitet, weil er der Meinung war, dass das zum Amt des Bundeskanzlers gehört. Der Privatmann Schmidt mag gern mit seiner Tochter oder auch mit mir zusammensitzen und albern sein. Und das Albernsein ist wohl etwas, was sich die meisten nicht vorstellen können, was aber der Privatmann Schmidt durchaus schätzt. Wir haben uns kennengelernt, da waren wir 10. Und von Anfang an waren wir befreundet, weil wir uns so gut miteinander unterhalten konnten. Wir haben das damals genannt, wir können uns so wunderbar zanken. Und das ist unser Leben lang so geblieben. Loki, ach Loki, mein Gott, das war also ein Paar, das kann man gar nicht sagen. Wenn er diese Frau nicht gehabt hätte, ja, hätte er das nicht durchgehalten. Mein Mann hat jeden Morgen, auch wenn er kaum was in die Augen guckt, eine kleine Blumenvase mit einer Blume an den Tisch gekriegt. Die hat er auch immer registriert. Ach, da ist ja ein Marmelblümchen. Ach, da ist ja ein Schneeglöckchen.
Das ist auch Schmidt. Wann immer er sich Urlaub gönnt, zieht es Helmut Schmidt zu seinem kleinen Feriendomizil an den Bramsee bei Kiel. Hier schreibt er seine Bücher und genießt sein Hobby, das Segeln. Ich bin ja nur zum Segeln gekommen, weil ich auf dem Bramsee segeln musste. Ich hatte das erste Mal eine scheiß Angst, denn der segelte ja so, wie er Auto fuhr. Immer hart am Wind. Wir haben das Dreiklavierkonzert von Mozart aufgenommen. Ich wollte es eigentlich mit Placido Domingo machen. Mozart hat ein Konzert geschrieben für zwei Pianisten und einen Laien. Und Placido sagte plötzlich im letzten Moment ab. Ich sagte, ich kenne jemanden, der könnte das bestimmt machen. Das wäre Helmut Schmidt. Die dachten alle, ich würde spinnen. Es wurde eine Sensation, denn alle schrieben darüber. Und sein Image hat sich total dadurch verändert. Denn er war bis dahin ja der Macher. Nun plötzlich erkannten die Menschen, dass es ein ganz musischer und intellektueller Mensch war. Früher habe ich das Glück vor allem in der Musik gefunden. Es war eine große Katastrophe für mich, die liegt jetzt anderthalb Jahrzehnte zurück, dass ich weder Bach hören konnte, noch Verdi, dass ich überhaupt keine Musik mehr hören konnte und dass die Musik in meinen Ohren ankam wie ein technisches Geräusch. Die hatten dann ein riesen Buffet auftragen lassen nach diesem Konzert, auch typisch für ihn, mit ich Kaviar und ich weiß nicht was. Und er sagte, wissen Sie, er wäre einmal in England gewesen und da hätte er so Freude gehabt an Fish and Chips, ob sie das nicht ihm bringen könnten. Da wurde einer zur Ecke geschickt und holte aus einer Bude Fish and Chips und das aß er dann. Das kann doch keiner verlangen, dass man hier so viel fettes Fleisch isst. Von früh bis abends trank er Cola und wurde dick und dicker und alle haben gesagt, mein Gott, das kann doch nicht wahr sein. Und das ist ihm nicht gut bekommen. Also er war da schon hin und her gerissen zwischen seinen Ambitionen, sich selbst sicher und ruhig zu stellen und den Möglichkeiten, die der Körper ihm dazu gegeben hat. Die Kraft reicht manchmal nicht aus. Schmidts Arbeitspensum setzt seiner Gesundheit zu. Das Herz droht, den Dienst zu versagen. Er ist ständig in Gefahr gewesen, an einem Infarkt zu sterben. Als er für seinen zweiten Schrittmacher ins Koblenzer Bundeswehrkrankenhaus kam, war er fast tot. Er hat auch zeitlebens viele, viele Ohnmachtsanfälle gehabt. Er ist vielleicht 80, 100 Mal vor wichtigen Treffen mit Brezhnev ohnmächtig geworden. Wusste nicht mehr, wo er ist, wachte auf, wo bin ich, was habe ich zu tun, hatte die Rede, die er halten wollte, vergessen. Das kann man nicht ganz verbergen. Das ist die wirkliche Belastung auf den Körper, wenn man das Amt so führt, wie er es geführt hat. Der demokratische Staat darf sich nicht erpressen lassen. Da hat er eine schreckliche Entscheidung treffen müssen. Es gab ja die Nachrichtensperre. Da drang nichts heraus. Es war absolute Funkstille. Mein Vater wusste, dass er auf der Liste der potenziellen Opfer ganz oben stand. Es rief der Innenminister Baum an und hatte gesagt, Frau Schmarsow, es ist ein Attentat, also ein Überfall. Ich muss den Bundeskanzler haben. Es ist der 5. September 1977. Entführung von Arbeitgeberpräsident Hans-Martin Schleyer. Sein Fahrer und drei Sicherheitsbeamte tot, regelrecht niedergemetzelt. Die Rote Armee-Fraktion fordert die Freilassung inhaftierter Gesinnungsgenossen. Wir waren ja alle schockiert, aber er war sehr souverän und hat selbstverständlich alle, also auch die Opposition, mit einbezogen.
Der Krisenstab tritt zusammen. Eine Republik im Ausnahmezustand. Das Regierungsviertel gleicht einer Festung. Für Helmut Schmidt steht fest, der Staat darf sich nicht erpressen lassen. Ich habe ihn damals das erste Mal persönlich erlebt. Ich habe doch einen tiefen Eindruck von ihm bekommen, weil spürbar gewesen ist, wie sehr ihn die Verantwortung um diese Entscheidung bewegt hat. Da habe ich ihn wirklich immer am Rande des psychischen Zusammenbruchs erlebt. Nicht wegen der Entscheidung selber. Da war er absolut präzise, so präzise, dass es mich manchmal erschrocken hat. Nächtelange Krisensitzungen, Hinhaltetaktik, immer neue Ultimaten verstreichen. 6 Wochen wird der Nervenkrieg dauern. Die Entführer senden immer neue Fotos ihrer Geisel. Der Druck wird unerträglich. Er ließ ja wenig von seinen Gefühlen andere merken, ja? Aber es hat ihn sehr, sehr berührt. Wissen Sie, an was sich das am meisten bemerkbar hat? Am Rauchen. Eine Zigarette hinter der anderen. Die Suche nach den Mördern läuft europaweit. Geburtsstunde der Rasterfahndung. Erfolglos. Sie halten sich für eine ausgewählte kleine Elite, welche ausersehen sei, so schreiben Sie, die Massen zu befreien. Sie irren sich. Die Massen stehen gegen Sie. Und noch ein Schlag. Arabische Terroristen entführen die Lufthansa-Maschine Landshut. Sie drohen, das Flugzeug mit 90 Geiseln in die Luft zu sprengen, wenn die Forderungen der Entführer nicht erfüllt werden. Es war ein Spiel auf Zeit und es ist dann spürbar geworden, dass dieses ganze Drama auf ein für uns schreckliches Ende zusteuern würde. Muss denn noch etwas geschehen, damit Bonn endlich zu einer Entscheidung kommt? Der Kanzler entscheidet und erteilt der GSG 9 den Einsatzbefehl. Wir wussten, dass die GSG 9 Polizeibeamten stürmen werden. Aus der Nähe vom Haupttor des Kanzleramts kamen die Chöre von Familienangehörigen, die er verlangt hatte, dass wir nachgeben, und die dann immer im Chor rufen: Mörder, Mörder, Mörder. Das ist eine Erinnerung, die ich nie vergesse, und er sicherlich auch. Und ich weiß, der Runo kam raufgerannt und sagte: Lilo, Lilo, Lilo. Wischnewski ist am Apparat, und da rannte der Chef natürlich runter wie sonst was, ne? Und bei dem Wisch sagt der Auftrag ausgeführt, Geiseln frei. Und dann fielen wir uns reihenweise in die Arme. Hier ist das deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Guten Abend, meine Damen und Herren. 6 Wochen nach seiner Entführung durch Terroristen in Köln ist Arbeitgeberpräsident Hans-Martin Schleyer heute Abend ermordet aufgefunden worden. Trauerfeier für Hans-Martin Schleyer. Ein schwerer Gang für Helmut Schmidt. Ich habe mich nie so schrecklich bedrängt gefühlt wie in der Trauerfeier für Hans-Martin Schleyer, den ich gut gekannt hatte. Wir hatten viele Male miteinander geredet. Und wenige Schritte von mir saß seine Witwe in der Kirche. Waltrude Schleyer hat noch kurz vor ihrem Tod erklärt: Ich habe mich nie damit abgefunden, dass der Staat meinen Mann geopfert hat. Hm. Können Sie das verstehen? Ich habe nichts dazu zu sagen. Was Frau Schleyer empfunden hat, ist nachvollziehbar. Man kann, wenn man sich an ihre Stelle versetzt, ist das alles in Ordnung, was sie gesagt und getan hat. Umso bedeutsamer ist, dass nach ihrem Tode ihr Sohn versucht hat, eine Brücke zu bauen. Und Ihnen auf sein Betreiben 2013 den Hans-Martin-Schleyer-Preis verliehen hat in Stuttgart.
Ja, hat mich sehr bewegt. Hat mich sehr bewegt. Er ist seiner Mutter nicht gefolgt. Ich bin trotzdem der Meinung, dass wir alles, was wir getan haben, im Falle Schleyer richtig war. Unvermeidlich richtig. Es gibt im Laufe des Lebens Stationen, in denen sie zwischen zwei im Grunde unerträglichen Übeln zu wählen haben. Ich glaube, dass er Politik als Krisenmanagement verstanden hat. Und das hat für die meisten Sozialdemokraten nicht ausgereicht. Brandt war etwas für die Seele der Partei. Und hier tat sich Helmut Schmidt schwer. Welcher Politiker würde nicht darunter leiden, wenn er ununterbrochen neben einem Liebling herwatscheln muss? Brandt hat die SPD verkörpert. Bei Schmidt hatten die meisten das Gefühl, das ist ein außerordentlich kluger politischer Macher, der auch seine Prinzipien hat, den wir brauchen, aber der uns eigentlich nicht das Herz wärmt. Es blieb da immer noch so eine kleine Distanz übrig. Die Distanz beruht auf Gegenseitigkeit. Schmidt hält mit seiner Meinung nicht hinterm Berg. Ich erinnere mich an eine Präsidiumssitzung vor einem Parteitag, wo Willy Brandt zu Helmut Schmidt gesagt hat, du Helmut, jetzt ist Parteitag. Und da werden wir viel Gutes über dich sagen. Könntest du nicht auch mal was Gutes über die Partei sagen? Schmidt ist der Regierungschef. Den Parteivorsitz überlässt er Brandt. Ein strategischer Fehler, wie er dem Kanzler sonst nicht unterläuft. Aber Schmidt weiß, wie wichtig Brandt für die Partei ist und fühlt sich gegenüber seinem Amtsvorgänger in der Pflicht. Das hat es ja bisher in der Bundesrepublik Deutschland nur ein einziges Mal gegeben, dass der Bundeskanzler nicht zugleich Vorsitzender der größten Regierungspartei war. Dass ich darauf verzichtet habe, war ein Akt der Loyalität gegenüber Willy Brandt, einer Loyalität, deren ich mich heute keineswegs schämen muss. Ich glaube nicht, dass man sich wirklich im Amt halten kann, wenn man nicht Parteivorsitzender ist, und zwar ein erfolgreicher Parteivorsitzender. Da müssen Sie sehr viel Zeit investieren, müssen auch Sympathiewerbung betreiben. Sie müssen auch etwas den Leuten entgegenkommen. Das war alles nicht seine Sache. Er hat ja unfreundlicher über seine eigene Parteizentrale geredet, als ich als Oppositionsführer über das Erich-Ollenhauer-Haus geredet habe. Krisensitzung des SPD-Vorstands. In den 80er Jahren bestimmt zunehmend der Konflikt mit der eigenen Partei die Kanzlerschaft Helmut Schmidts. Immer öfter regiert er gegen die Positionen der SPD. Die Kollegen wollen gehört haben, dass es so etwa in der vierten Stunde ihrer Beratungen um 11 Uhr rum einen gewaltigen Zornesausbruch des Bundeskanzlers gegeben habe. Also ich bin, was die Zeitangabe angeht, nicht ganz sicher. Ich kann auch nicht, da muss ich das wirklich jetzt genau mir noch mal überlegen, ob das nur einmal war. Natürlich gehen dabei auch die Wogen hoch. Natürlich gibt es da auch immer mal scharfe Worte, es gibt auch Entgleisungen. Aber am Ende und im Letzten können sich Sozialdemokraten aufeinander verlassen. Herr Bundeskanzler, Sie sind in der Zwischenzeit. Und hier im Saal kann man es mit Händen greifen, wenn Sie die wirklichen nationalen Probleme ansprechen. Ein Kanzler ohne Gefolgschaft in der eigenen Partei geworden. Der Bundeskanzler hat nicht die Absicht, von Bord zu gehen. Herzlichen Dank. Im Bundestag stellt Helmut Schmidt die Vertrauensfrage. Damit zwingt er die Partei, sich zu ihm zu bekennen.
Die Genossen tun es widerwillig. Und in der FDP kursiert bereits das Wort von der Wende. Der Kanzler will, dass Genscher sich entscheidet. Für Schmidt, für die Sozialdemokraten und gegen Kohl. Doch die FDP-Minister treten zurück. Der Bruch ist perfekt. Das war eine ganz schwierige Situation. Denn Sie sitzen da einem Mann gegenüber, den Sie persönlich außerordentlich schätzen. Dessen Leistung Sie anerkennen und von dem Sie wissen, dass wenn Sie beide allein auf dieser Welt wären, Sie in den Fragen, die jetzt strittig sind, gar kein Problem hätten. Das Ding war gelaufen. Und eigentlich war es die eigene Partei, die nicht mehr regieren wollte. Denn diese Partei ist nicht regierungsfähig, diese Partei ist nicht gestaltungsfähig, diese Partei ist ein permanenter emotionaler evangelischer Kirchentag. Und natürlich wollte Genscher weg, insbesondere Lambsdorff. Sie wollten nicht mit uns zusammen ins politische Grab steigen. Die Bürger wissen, dass das Grundgesetz ihnen diese Handlungsweise ermöglicht. Ihre Handlungsweise ist zwar legal, aber sie hat keine innere moralische Rechtfertigung. Er hat diesen Tag zu einem bemerkenswerten Ereignis werden lassen, indem er die Rolle des eigentlich unbesiegten Staatsmannes spielte, der durch eine Verknüpfung unglücklicher Tatbestände daran gehindert wurde, weiter zu regieren. Er hat das hervorragend gemacht und er hat an diesem Tag unglaublich viel Sympathie für sich mobilisiert. Konstruktives Misstrauensvotum. Helmut Kohl wird mit den Stimmen von FDP und CDU zum neuen Bundeskanzler und Nachfolger Helmut Schmidts gewählt. Aber der Altkanzler besteht darauf, er hat das Geschehen bis zuletzt bestimmt. Ich wusste ja, dass es so kommen würde. Ich hatte es ja selbst provoziert. Hatte den FDP-Ministern mitgeteilt, dass ich sie entlasse. Ich war erleichtert über den Entschluss, die Regierung aufzugeben. Und der Entschluss lag Tage vorher, Wochen vorher. Ich glaube, es hat er nie verwunden. Nicht nur wegen seines Nachfolgers, den er, glaube ich, mehr schätzt und mehr achtet, als man annimmt. Denn immerhin hat Kohl den Doppelbeschluss, eines von Schmidts wichtigsten Werken, durchgesetzt am Ende. Nein, aber wegen der FDP, wegen Genscher. Das hat er letztendlich immer als eine Art Verrat gesehen. Und wegen der eigenen Partei, wegen der Partei Linken, von denen er einige bis heute nicht einmal beim Namen mehr nennt. Mit einem Fackelzug empfangen die Hamburger Helmut Schmidt zu Hause. Der abgewählte Kanzler ist gerührt. Nur Lord Mimon beten sabbeln, nicht? Ich bin mir durchaus dessen bewusst, dass man manches auch sehr viel besser hätte machen können. Aber wir werden ja im Lauf der nächsten Monate sehen, ob es wirklich Leute gibt, die es besser machen können. Aus den Monaten werden 16 Jahre, bis wieder ein Sozialdemokrat Kanzler wird. Ich weiß nicht, ob er erleichtert war. Verbittert war auf keinen Fall. Helmut Schmidt zieht sich aus der aktiven Politik zurück. Ein anderes Amt als das des Bundeskanzlers reizt ihn nicht. An der Seite seiner Freundin Marion Gräfin Dönhoff wird Helmut Schmidt Herausgeber der Zeit. Er hatte Glück, dass er jetzt an seinem eigenen Bild, seinem eigenen Platz in der Geschichte oder sagen wir mal sein Denkmal selber polieren konnte. Er hatte natürlich ein bisschen Pech, was die Geschichte angeht. Er war in einer Zeit Kanzler, als es keine ganz bedeutenden, großen historischen Wendepunkte gab. Thalia Theater, Hamburg. Helmut Schmidt zu Gast bei einer Veranstaltung seiner Zeitung. Schmidt versteht es immer noch, sein Publikum für sich zu gewinnen. Herr Schmidt, Sie sind seit 20 Jahren bei der Zeit.
Davor waren Sie 7 Jahre Kanzler. Was sind Sie heute eigentlich? Journalist, Buchautor oder Weltendeuter? Wenn Sie mir unbedingt eine Oblate aufkleben wollen, dann können Sie mich einen Publizisten nennen. Aber ich würde das selber nicht tun. Wozu braucht jeder Mensch eine Oblate? Tja, wir brauchen Titel. Nee, brauchen wir auch nicht. In Hamburg braucht man keine Titel. Schmidt, der Umtriebige. Ehrendoktor, Vortragsreisender, Buchautor. 50, 60 Stunden Arbeit die Woche. Besonders häufig besucht er die USA, deren Rolle in der Weltpolitik er mit zunehmender Sorge betrachtet. Now, ladies and gentlemen, this was what I wanted to say. I apologize for the time I've taken. I'm willing to answer questions if you still are alive. Thank you very much. Das Leben wäre 70 Jahre. Und wenn es hochkommt, sind es 80 Jahre. Und wenn es köstlich gewesen ist, dann ist es Mühe und Arbeit gewesen. Dieses ehrwürdige, miteinander alt gewordene Hamburger Liebespaar, Hannelore und Helmut Schmidt, ist nun auseinandergerissen. Lieber Helmut, deine Frau hat das Motto im Bürgermeistersaal unseres Rathauses mit Leben erfüllt. Wer den Besten seiner Zeit genug getan, der hat gelebt für alle Zeit. Sprechen Sie noch mit Loki? Sprechen ist falsch. Denn sie kann ja gar nicht antworten und antwortet auch nicht. Aber ich rufe sie manchmal im Halbschlaf. Oder wenn ich morgens aufwache. Und dann kommt mir zu Bewusstsein, sie ist nicht mehr da. Immerhin waren wir 68 Jahre miteinander verheiratet. Ziemlich ungewöhnlich. Die Vorstellung ist, ob einer beerdigt wird oder er wird verbrannt und im Krematorium. Was nachbleibt, sind Moleküle. Und aus denen entsteht neues Leben. Zum Beispiel in Gestalt von Unkräutern auf der Wiese oder von Bäumen oder von Tieren. Nichts geht wirklich verloren. Das finde ich eine sehr tröstliche, übrigens bei ihr darwinistische Vorstellung. Musik.